Hallo zusammen, hier sind wieder Sven und Winfried. Wir sind wieder auf Bunkertour, wieder in der Nähe von Elsenfeld. Und zwar schauen wir uns in der heutigen Folge die Bunkerreste im Elzabertal an. In diesem Dornendickicht musste sich ein Bunker der Wetterau Main-Tauberstellung befinden. Ich habe da vor 2 Jahren schon mal vergeblich gesucht. Heute noch mal ein kleiner Versuch. Hier ist absolut kein Durchkommen. Ich vermute vor uns, das ist der Bunker. Aber wie gesagt, hier kann man nicht reinsteigen. Absolut kein Durchkommen hier. Hier haben wir 2 Betonbrocken. Man sieht auch Überreste der Armierungseisen. Das müsste ein Stück des Bunkers sein. Hier noch ein weiterer Betonbrocken. Wir befinden uns hier auf der alten Trasse der Spessartbahn. Die Spessartbahn wurde 1910 eröffnet und führte von Elsenfeld nach Hainbuchental. Mittlerweile sind alle Schienen abgebaut. Hier ist jetzt ein Rad- und Wanderweg. Vor uns jetzt Bunker Nummer 301.
Der Bunker lag direkt an der Bahnstrecke. Er wurde zusätzlich noch getarnt mit einer Bruchsteinmauer. Dass die Kamera für dich schief steht. Nee, die Kamera steht gerade, nur sie nimmt nicht auf. Achtung! Wir sind weiter am Isarvertal-Radweg. Nochmal von vorne. Wir sind weiter am Isarvertal-Radweg, hier bei Bunker 302. Wieder ein Riegelbau 1, also eine kleinere Anlage. Der Bunker befindet sich auf Privatgrundstück. Man möge uns verzeihen, dass wir hier 2 Meter die Grenze überschritten haben. Danke.
hier jetzt die Rückseite von Bunker Nummer 302. Ich gehe mal die Stufen hinunter. Auf der rechten Seite die Eingangsverteidigung, links der Eingang zum Bunker. Die Tür ist natürlich nicht original, die ist jüngeren Datums.
Zum Abschluss unseres Videos machen wir noch einen Stopp bei Bunker 299. Bunker 299 gehörte zur ersten Linie am Mainufer. Früher befand sich hier eine Gaststätte, das Gelände ist eingezäunt und nicht zugänglich. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Über ein Like würden wir uns freuen.